Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Dungeons 2. Ja, ich habe mich ein wenig in letzter Zeit nicht um YouTube gekümmert, weswegen das Ganze ein bisschen ausgeblieben ist. Letztes Wochenende war meine Freundin noch da und ich hatte es einfach nicht mehr geschafft, bis dahin aufzunehmen. Und dieses Wochenende sitze ich jetzt samstags morgens hier und denke mir, komm, jetzt nimm noch schnell was auf, damit ich es noch schaffe und so, ne? Weil ich habe jetzt die letzten Tage sehr viel für mich privat gemacht, damit halt neue Arbeit und bla und so weiter und so fort. Und ja, okay, also wir haben ja beim letzten Mal einiges geschafft. So, ich gehe mal gerade hier hin. Ups, was ist hier los? Ich weiß gar nicht, was hier los ist. Naja, jedenfalls ist es so. Wir haben ja beim letzten Mal diese eine Höhle erkundet. Das ging ja alles super. Und wir haben dann irgendwann die Trolle, Es sind Feinde in eurem Dungeon. die Schafe die ganze Zeit abgeschlachtet haben oder versucht haben, jedenfalls haben wir ja besiegt. Beziehungsweise sie sind halt. Oh Gott. Okay, nee, das ist gut. Moment, ich muss gerade erstmal wieder hinkommen. So. So, die werfen wir hier mal ab. Was wollte ich sagen? Genau, die haben wir halt, also die waren halt unter feindlicher Kontrolle und die haben wir jetzt geschafft, ja, wieder auf unsere Seite zu ziehen. Das ist ja hier dieser Azinash beispielsweise, der jetzt für uns kämpft. Und wir sollen jetzt auf die Stelle, also auf die erhöhte Stelle gehen, wo vorher diese Trolle waren. Sind das eigentlich Trolle? Ja, Trolle. Und von dort geht es dann weiter. Wir haben ja einen Gegner hier, der von sich behauptet, er wäre der Böse. So, ist natürlich nicht so, denn wir sind ja das wahre Böse. Und bis dahin müssen wir halt schauen, dass wir den besiegen, weil es kann nur einen geben. So. Ich werde jetzt gerade mal abwarten, bis meine Leute wieder geheilt sind, damit wir alle nach oben gehen können. Ich muss gerade mal schauen, die sehen Während sich aber Allianz und eigentlich. Dämonen gegenseitig beharkten, beobachtete das gelangweilte Böse dies interessiert mit etwas Popcorn. Es wäre zwar eine gute Gelegenheit gewesen, endlich das Lager der Allianz zu zerstören, aber in der Ruhe liegt die Kraft. Eben. So, mal gucken. Die lasse ich jetzt mal hier, auch Es wenn da ein ist Schurke zwar dabei klar. ist. So sollen sie erstmal ruhig machen. Dann werde ich. Wieso kämpft für euch? Wo ist diese Person? Ach so, die heilt bloß. Ah ja. Gerade mal schauen. Also die kann heilen. Alle, die so ein bisschen hell sind, können heilen. Die sollen sich jetzt erstmal den Sold holen und dann werde ich alle nach oben schicken, die halt können. Naja, zumindest heilen die sich gegenseitig. Dann brauchen die ja nicht mehr so ewig lange. Dann in dieser Heil. Halle sein und so weiter. So. Gott, sind die langsam. Ach, ich habe auch kein Geld mehr, sehe ich gerade. Ja, das wird halt gerade nebenbei noch abgebaut. Ach, ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach, oder? So. Dann du. Ihr alle. So. Und ihr drei. Okay. Ja, eine große Truppe, mit der werden wir jetzt auch ausziehen. Moment. Wir gehen da. Da müssen wir raus. Komm, du auch? So. Okay, wo sind wir denn jetzt gelandet? Hier unten. Ich warte gerade mal ab, bis alle da sind. Müsste jetzt eigentlich soweit sein. So, dann nehmen wir uns die mal. Und wir müssen jetzt muss ich gerade mal schauen, wo gehen wir da lang? Hier müssen wir lang. Dann geht's hier lang. Da komme ich noch nicht wirklich hin. Aber das ist ja jetzt auch nicht schlimm. Gehen wir jetzt erstmal hier hin, würde ich sagen. Und von da gehen wir jetzt hier weiter. Wir müssen ja, wie gesagt, an die erhöhte Stelle. Die können ja in der Zwischenzeit schon mal ein bisschen machen. So. Und ich glaube, hier ging es lang. Und hier war. Ach, genau, hier sind schon die Schafe. So. Müssen wir wahrscheinlich da rein, ne? Ach, und dann kommen wir bestimmt entweder hier raus oder irgendwo hier unten oder so.
Weil hier soll ja angeblich auch noch mal ein, ja, wie so eine Art Dungeon-Ding sein oder so. Aber ich finde es nicht. Das ist halt das Blöde. Jetzt gucken wir erstmal, was hier oben ist. Lalala. So, wo sind wir denn jetzt gelandet? Ach nee, hier waren wir doch schon, ne? Ja, hier waren wir doch schon. Ich bin doof. Okay, nochmal alle raus. Oh, die sind aber langsam. Hey, ihr dürft jetzt alle hier hin. Okay. Was haben wir denn hier? Heilung, okay. Ja, was können wir denn stattdessen machen? Wir kommen ja einfach nicht hier hin, ne? Wir könnten mal schauen, ob es hier vielleicht lang geht. Probieren wir das mal. Weil hier sieht es auch sehr merkwürdig aus, aber ich glaube, dass das heißt, ich komme hier zu dem jetzigen Zeitpunkt nicht hin. Ansonsten muss ich echt schauen, dass ich in der Höhle vielleicht weiterkomme. Hier könnte ich auch noch probieren, aber ich glaube kaum, dass es da weitergeht. So. Geht mal hier hin. Geht das? Also irgendwie geht's, aber irgendwie auch nicht. Ist auch interessant. Das ist wirklich interessant. Ich muss jetzt abwarten, bis die Stück für Stück vielleicht angegriffen werden. Okay, jetzt ist der noch dran. Da hinten kommen auch noch welche. Ah, die kommen aber wirklich durch. Das ist gut. Aber ich fürchte, ich kann hier nicht hin. Das ist irgendwie so ein bisschen... Ja, wie abge... Ah, ich glaube, ich muss weg. So. Einer von mir ist jetzt leider tot, der wird aber jetzt bestimmt gleich weggebracht. Sehr gut. Sehr schön. So, jetzt du noch. Ja, greift. Dann greift nicht an, dann lauft. So, aber jetzt könnt ihr angreifen, ne? Okay. Ja, hat mir jetzt leider nicht so viel gebracht. Ich guck mal, wenn ich jetzt hier hinlaufe, ob der eine, der hier hinten noch immer stand, ob der vielleicht jetzt reinkommt. Aber nee. Nee, dann muss ich wahrscheinlich wirklich versuchen, mich da lang zu graben. Moment. So, ihr geht jetzt mal alle hier rein. Zahltag. Schon wieder. Ist aber relativ häufig. Wie sieht das hier aus? Grabt ihr noch irgendwie so ein bisschen? Ich muss mal gerade hier oben schauen. Ja, hier ist Gold. Ah, hier ist nämlich nichts mehr zum Abbauen. Da ist noch ein was. Ja, das machen die gerade. Dann hier. Das können die mal machen. Und dann muss ich mich irgendwie hier durchgraben, weil irgendwo wird wohl was sein. So, hier ist noch ein bisschen Gold. Da ist ein bisschen Gold. So langsam habe ich nämlich sonst echt Goldprobleme. Achso, hier muss ich vielleicht auch mal eine Schatzkammer drumherum bauen. Dann brauchen die nicht so weit laufen. Die mache ich jetzt nicht sonderlich groß, weil sehr lange wird das jetzt eh nicht mehr da abfallen. Und hier, ja, die laufen halt auch ein ganzes Stück. Da mache ich das mal ein bisschen größer vielleicht. So. Und ich muss irgendwie schauen, dass ich hier hinterkomme. Aber das Problem ist, hier sind überall so dunkle Felsen noch mit zwischendrin, dass ich keine Ahnung habe, wie ich da hinkommen soll. Höchstens von ganz hier oben, aber das glaube ich tatsächlich auch nicht. Weil hier ist echt nur dunkel die ganze Zeit.
könnte es höchstwahrscheinlich auch sein, dass es ganz woanders ist. Dass, aber nee, der oben bringt mich ja hier oben raus. Der hier bringt mich unten raus. Also kann der ja nur hier unten irgendwo sein. Der muss irgendwo hier unten sein. Aber ich komme hier nirgendwo hin. Scheiße. Ich probiere es jetzt einfach mal, da mal reinzugraben. Hier geht es scheinbar irgendwie lang. Dann breche ich das hier gerade nochmal ab gerade. Die sollen jetzt mal gucken, ob die hier irgendwie lang kommen. Und bitte schnell. Das ist so verborgen. Also wenn das jetzt wirklich hier unten ist, dann lache ich. Spinnen haben sich im Untergrund breit gemacht. Okay, aber wow, schaut euch mal die Goldreserven an. So, ihr dürft jetzt mal hier angreifen. Ich nehme jetzt mal nur die Orks mit. So. Und dann... Wer pfeift denn hier eigentlich so? Ich weiß es gar nicht. So, und dann dürfen die nämlich das Gold hier auch mal weiter abbauen. Weil das ist nämlich echt eine Menge. So, aber wir bauen hier gerade mal noch einen Schatzraum mit rein. Dann können die den Kram da gleich hinbringen. So. Dann habe ich zwar ewig viele Schatzkammern hier überall, aber wenigstens haben sie keine keine langen Laufwege. Das ist ja auch schon mal was. So, okay, hier ist alles wieder schwarz. Das heißt, ich komme hier nicht hin. Schwarz, schwarz, schwarz. Hier würde es rein theoretisch irgendwie noch hingehen. Ich glaube, so langsam müsste man eigentlich da auch mal ankommen, wenn hier wirklich noch was ist. Hier kann ich auf jeden Fall noch weiter graben. Das ist schon mal was. Und weiter geht's aber nicht. Also hier muss was sein. Muss einfach irgendwas sein. Oh, sorry. Ja, mach weiter. Naja, immerhin kommt jetzt wieder Gold rein. Das ist schon mal was. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Hier ist nichts. Hier könnte ich noch versuchen, lang zu graben. Aber das ist dann halt oben. Und hier ist ja schon der eine Ausgang. Das kann ja auch nicht sein. Wie komme ich denn hier runter? Ich verstehe das nicht. Wahrscheinlich sagt ihr euch so, so in der Art wie, ah, du musst doch gar nicht da runter und du musst ganz was anders machen und bla und so. Ach, guckt mal, hier kann man irgendwie auch lang scheinbar. Werde ich da auch mal lang graben. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es hier lang geht. Das wäre irgendwie, nee, glaube ich nicht, dass es so ist. Aber wir gucken mal. Wir müssen alles irgendwie erstmal ausprobiert haben. Bevor ich sage, nee, das geht nicht. Vielleicht gucke ich mal nebenbei hier auch, ob da nicht irgendwo eine Möglichkeit ist. Was ist denn das hier eigentlich für ein Teil? Aber das kann ich gar nicht anwählen. Hier ist so ein komisches Portal. Es könnte höchstens sein, dass ich durch das Portal muss. Aber wo führt es hin? Warte mal, was haben wir hier oben? Ach, das ist was ganz anderes wieder. Ah ja. Das sind die Dämonen. Ach so. Moment mal. Wo komme ich denn hin, wenn ich hier rausgehe? Ich muss mal gerade einen Testtypen holen. Hier. Geh du mal hier raus, bitte. Wo komme ich denn da hin? Ernsthaft? Wirklich? Wirklich? Oh Mann, das ist unfair. Okay, du kommst mit. Immer noch schlugen die Allianz und Dämonen hemmungslos die Köpfe ein. Ja, ja, das war mein Fehler, sorry. Zu handeln und das Lager der Allianz zu zerstören. Ja, ich weiß, ich weiß. Ich dachte, ich hätte das schon getestet und dass ich da oben an der Ecke rauskomme, da aber nicht hin müsste. Und dann dachte ich mir, nee, Moment mal, es wäre gar nicht so verkehrt, wenn ich da oben rauskomme. Aber dass ich hier rauskomme, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Wirklich nicht. So, sind alle da? Ich denke schon. Warte mal, die Lamias habe ich gar nicht. Sind die... Ach doch, hier sind sie doch. Okay. So, Angriff.
Es speichert. Ich muss mal gucken, was die Uhr sagt. Ach, ich habe vergessen, die Uhr anzumachen. War nicht schlecht. Ich glaube, beim nächsten Mal speichern oder so habe ich die halbe Stunde dann. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Was? Wo kommen die denn jetzt her? Das ist irgendwie sehr schlecht. Dann muss ich die gleich mal wieder zurückschicken. So, zurück bitte. Dankeschön. So, und ihr müsst dann hier unten mal angreifen. So. Angriff, 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 Angriff. Ich schicke schon mal ein paar hin. Die restlichen hole ich gleich. So. Okay. Sehr gut. Oh, die hole ich jetzt auch mal ran. Schmiedet. Sorry. Und vielleicht mal noch ein paar Nagas. Zum Heilen. Okay. Hätten wir das soweit? Sehr schön. Jetzt muss ich mal gucken. Ihr dürft eigentlich gleich alle wieder mitkommen, aber ihr wollt euch wahrscheinlich genau erstmal Geld holen. Okay. So, dann gucke ich mal. Motiviert andere. Dich kann ich schon mal einpacken. Dich kann ich einpacken. Dich kann ich einpacken. Trink Bier. Da warte ich mal gerade noch. Euch drei kann ich einpacken. Euch zwei packe ich ein. Wie lange braucht ihr, um euch Sold zu holen? Das ist ja extrem. Ach, scheiß drauf. Dann haben sie halt Pech gehabt. Dann müssen sie mal ein bisschen schneller sein hier. Gibt's ja nicht. So, ihr dürft jetzt wieder raus kämpfen. Wenn ihr Glück habt, kriegt ihr euer Sold, wenn ihr draußen seid. Also, go. Ups. No. Jo. Ja. Hm, genau. Können wir das Ganze bitte nochmal wiederholen? Danke. So. Du. Du. Okay. Nochmal. Ich habe Angst, wenn das rumswitcht. Ich traue mich nicht loszulassen. Okay. So. Ihr seid jetzt an der Oberwelt? Ja, ne? Gut, okay. Man weiß es nicht. So. Müssten eigentlich soweit alle sein. Okay, wo gehe ich denn jetzt mal hin? Wir müssen in die Stadt auf jeden Fall und da die Leute angreifen. Dann machen wir das auch gerade mal. Also am liebsten wäre mir ja die blöde Elfe zuerst. Na, mir gefällt nicht, dass die Nagas zuerst reinrennen. Stopp. Naga? Naja, Naga stirbt gleich. Gut so. Keine Naga gestorben. Die hat sich gerade irgendwie noch gerettet. Wie auch immer. So. Genau, ich wollte gerade sagen, vergesst die eine hier hinten nicht. So, dann das noch kaputt machen. Und dann müsste der Gegner eigentlich... Das Lager der Allianz genau. Hielt in etwa so lange Stand wie eine Herde Schafe bei einem orkischen Familientreffen. Als Bonus sozusagen tat sich ein Plateau auf, das sehr nahe an dem dämonischen Kristall lag. Vielleicht könnte hier ein Trollfelsenwerfer nützlich sein. Von seinem Plateau aus konnten die Kreaturen des unerfreuten Bösen das unnatürliche Pulsieren eines dämonischen Kristalls erblicken. Dieser Kristall befand sich an der Oberfläche und man konnte ihn nicht erreichen, ohne seiner Macht zu verfallen. Okay, unsere neue Aufgabe, zerstört die magische Barriere, bringt eure Truppe in Reichweite. Hatten wir ja irgendwie schon gemacht. So, das Büchlein holen wir uns mal. Glücklicherweise hatte das dem Missionsverlauf folgende Böse erst vor kurzem die Troll-Felsenwerfer rekrutiert. Eine derartige Einheit konnte sich eingraben und so vom Plateau aus den Kristall angreifen. Ja, das ist natürlich praktisch. Angreifen?
Ihr solltet eigentlich dann auch schon mal anfangen anzugreifen. Hallo? So. Du. Momentchen. Trollblut eingraben. So, und jetzt angreifen? Ein- und ausgraben. Ihr solltet alle drei jetzt eingegraben sein, ne? So, und dann angreifen. Das hier. Moment, ich muss gerade mal rausfinden, wie ich das genau mache. Angreifen. Das hier, bitte. Es heißt, ist Zahltag. Das könnte natürlich bedeuten, dass ich nicht genug in Reichweite bin. Aber ich könnte den hier vielleicht angreifen. So. Und jetzt? Ach so. Ah, okay. Muss ich näher ran vielleicht? Voilà. Erstmal wieder ausgraben. So, du gehst mal näher hin, soweit wie es geht. Dann gräbst du dich mal bitte wieder ein. Und dann wirfst du bitte hier drauf. Nee, das geht halt auch. Ach doch, es geht. Wer sagt's denn? So, jetzt holen wir uns den nächsten. Der darf sich erstmal wieder ausgraben. Mit ihren gewaltigen Felsen zerschmetterten die Trolle den dämonischen Kristall und bereiteten so der Aura ein Ende. Die Horde marschierte wieder. Das wirst du büßen. Das wahre Böse ist nicht aufzuhalten. Ja, klar. Okay, aber super, jetzt kommen wir nämlich hier oben hin. Das heißt, wir müssen jetzt aber, glaube ich, lasst mich mal schauen, wie komme ich jetzt hier von dem Plateau runter? Ach, ich kann ganz normal hier langlaufen, sehe ich gerade. Das ist doch mal was. Braucht ihr Mana irgendwie? Ich glaube aber nicht, die würden sich das schon irgendwie mitnehmen. So. Ach hier, da sind ja schon ein paar Gegner. Die Horde hatte ein weiteres Lager der Allianz entdeckt. Auf sie! Zieht ihnen ihre frisch gestärkten, gebügelten Unterhosen aus! Ich meine, sowas würden die Kreaturen des ultimativen Bösen sagen. Ja. Jeden Fall. Ah, das ist so super, wenn ich so Heiler mit habe, dann klappt das auch richtig gut hier. Okay. Ah, hier, das Häuschen darfst du mal noch kaputt machen. Das Lager der Allianz ging in Flammen auf. Eine innere Stimme und die Missionsanzeige sagte dem ultimativen Bösen, dass es in dieser Region keine weiteren Lager geben würde. Okay, ich warte jetzt gerade mal ab, bis der eine voll geheilt ist. Sehr schön. Okay, und dann gehen wir nämlich hier weiter. Und greifen mal diese da an. So, das wird ein Gemetzel jetzt hier. Aber ich glaube, es geht jetzt schon ganz gut. Das Beste wäre halt echt, wenn die gezielt mal auf irgendwen draufgehen. Weil die ja auch Heiler haben. Das muss ich versuchen auszuhebeln. So, genau. Jetzt du. Dann du. Und jetzt die Zauberer. Einige weitere Dämonen hatten sich sinnlos der Horde entgegengeworfen. Hinter ihnen führte ein Eingang in den Untergrund. Das musste der Rückzugsort Gandeldors sein. Tja, so Momentchen. Du darfst dir mal das Buch hier nehmen. Hart im Nehmen, sehr gut. Das brauchen wir auf jeden Fall. Jetzt warte ich gerade noch mal ab. So, sehr schön. Dann darfst du jetzt hier rein. Oh, wo sind wir denn jetzt? Ach so. Willkommen, Todgeweihte. Hier werdet ihr sterben. Für die Schrecken, für das einzig wahre Böse. Hört sich nicht so gut an, aber okay. So. Greift an. Naja, aber meiner Meinung nach geht es gerade ganz gut hier.
kämpfe ja wirklich sehr ungern auf engen Raum, weil die kommen einfach nicht dran gerade. Aber bisher sieht's gut aus, hätte ich jetzt mal gesagt. So, Moment, wo rennt ihr denn hin? So, jetzt ihr. Sehr schön. Also hier will ich ja ungern durchgehen. Das sieht mir so total nach, nach Falle aus. So, eins von zwei Heldenlager haben wir vernichtet. Jetzt gehen wir mal auf die andere Seite. Durch die Tür hier. Ich weiß nicht, ob das als Heldenlager gilt. So, und jetzt hier rein. Ja, erstmal du. Auf jeden Fall bekommen sie schön XP hier. Das ist doch mal was. Was quatscht denn der die ganze Zeit da hinten, ey? Okay. Ah ne, immer noch eins von zwei. Das heißt, es war nicht wirklich ein Heldenlager. Aber was ist das jetzt hier? Ich habe keine Ahnung. Ach, das war jetzt irgendwie... Kann das sein, dass es jetzt irgendwie Verstärkung für mich war? Das ist jetzt aber merkwürdig. So, dann gehen wir mal hier rein. Ich habe ein bisschen Angst, weil ich nicht weiß, was hier los ist. Immun, ah. Zartag. Scheinbar ist er immun, solange dieses Portal da ist. Oh nee, nee, er war jetzt nicht mehr immun. Er ist scheinbar nur immun, solange seine Abkömmlinge da kommen oder so. So, Momentchen. Dann macht währenddessen halt das hier kaputt und das hier. Sehr gut. Okay, er ist wieder immun. Dann machen wir jetzt hier weiter. So, da. Komm, wir haben ihn gleich. Sehr schön. Dumbledore ging zu Boden. Die Horde hatte gesiegt. Selbstverständlich konnte auch ein von Dämonen besessener Magier es nicht mit dem ultimativen Bösen aufnehmen. Dennoch waren seine Worte bedeutsam, denn tatsächlich dachte er, er würde dem einzig wahren Bösen dienen. Offenbar gab es dort draußen Konkurrenz. Die verbliebenen Dämonen flohen in Scharen vor der siegreichen Horde durch neu erscheinende Dämonenportale. Wohin würden sie gehen? Dies würde ein anderes Mal geklärt werden müssen. Zumindest war ihr Meister vernichtet. Sehr schön. So, da hätten wir das auch. Ja, wie machen wir das? Wir gehen jetzt mal ins Hauptmenü. Der Part ist jetzt halt wahrscheinlich ein bisschen kürzer. Das ist aber nicht schlimm. Aber ich würde sagen, wir fangen frisch neu an in dem neuen Part und schauen dann, wie weiterspielen geht, nicht? Ist aber merkwürdig. Naja, und wir schauen dann mal, wie es weitergeht. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.